Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SMW Coin Chaos. Wir sind im Level Aerial und schauen mal, was er uns zu sagen hat. Patch Notes: Yoshi now takes damage from everything from all sides below and above during power. Okay, also es gab ein Update. Es war früher wohl mal so, dass viele Sachen Yoshi keinen Schaden zugefügt haben. Aber denkst du denn wirklich, dass jemand das Level zweimal spielt, den Hack? Dass er nach keine Ahnung, 2-3 Monaten nochmal reingeht und sich so denkt, boah, geil. Ja, aber für die Neuen ist das natürlich auch ganz hilfreich, natürlich. Mario takes damage while riding Yoshi now. Stays on Yoshi even if he takes... Okay, ja. Moment, ist da auch eine Patch-Note? Tatsächlich, also es gab mal Momente, wo man Schaden genommen hat und man dann runtergefallen ist. Macht ja überhaupt gar keinen Sinn, okay. Ja, Yoshi fällt ein bisschen schneller runter, aber das ist jetzt ein Part, wo ich sage, jo, also da, den werde ich jetzt so versuchen, ne? Also es ist so, es macht deutlich mehr Sinn, auch wenn ich natürlich, ich wünschte, ich hätte jetzt im Nachhinein weniger Schaden da drüben genommen, aber konnte ja keine Ahnung, dass da noch sowas kommt. Hat die Yoshi eigentlich schon immer diese grünen Füße? Wow! Wie fein, wie grazier ich das gemacht. Okay. Das habe ich mich für eine Seite entschieden und das war natürlich was. War das dieser Hack? Ne, das war bei dem Kaizo-Hack, wo ich gesagt habe, selbst wenn ich nur 99% Gewinnchance habe, ich hätte jetzt lieber das Leben genommen. Ich krieg immer genau das, was ich nicht will. Aber von dem dann eine Menge, muss ich sagen. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Und dann gönnen wir uns das Leben. Und dann hat sich das, würde ich mal sagen. Also gefühlt wurde Mario da schon geköpft, würde ich sagen. Danke Holocaust Lag. Moment, Moment. Nettes Timing, nettes Timing. Vor allem in dem Hack natürlich ganz geil. Wenn es nur darum gehen würde, das Level durchzuzocken, könnte ich natürlich ganz einfach cheaten. Ist ja wobei da würde ich wahrscheinlich erwischen. Wieso war mir das klar, dass die mich jetzt treffen? Das war doch beim letzten Mal zu perfekt, Leute. Das mussten wir doch korrigieren. So, kurz mal stehen bleiben, weiter geht's. Aber es ist trotzdem von der Länge her wieder komplett für den Arsch, ne? Wie wenig Münzen hier sind und wie... nee, okay, ich hab's versucht. Es ist, ne, die Idee und so und aber es ist einfach zu lang dafür, dass du halt nur ein-, zweimal getroffen werden kannst, Mann, du dummer Wichser, ey. Machst alles kaputt. Er hat so an und für sich gute Ideen, aber dann scheitert es halt irgendwie an seiner Level-Designs-Kompetenz oder an der Länge. Ja gut, das ist halt auch Level-Design. Wenn du ein Level zu lang machst, ist das auch schlechtes Level-Design. So ein bisschen wie bei SpongeBob, ja? Da baut er, da hackstückelt er sich so eine schöne Steinskulptur zusammen und dann kommt Thaddäus und reißt es einfach ein. Und so hat er wahrscheinlich so den inneren Thaddäus, der einfach seinem inneren SpongeBob in die Quere kommt. Moment. Wir wollen doch das Leben einsammeln. Weil es jetzt natürlich nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat, dadurch, dass wir Permasafe sind. Aber guck euch das an. Das ist, da musst du erstmal 5000 Jahre trainiert haben, bis du hier diese Münzen einsammelst. Und das muss ja, es geht ja nicht nur darum, das einmal richtig zu machen, ohne Schaden. Du musst es ja gefühlt 20 Mal machen. Ach so, und da werde ich oben noch getroffen. Ja, du musst es gefühlt 20 Mal machen, weil... Ich vergesse die ganze Zeit, dass da oben welche sind. Weil es ja 99... Es geht ja darum, 99 einzusammeln. Ja, ich kann natürlich noch ein bisschen speeden. Habe ich vergessen. Aber... Ah, muss man ja hier nicht wirklich machen, ist ja ein Scrolling. ja. Seht ihr hier? Hier gibt es dann schon ein paar mehr. Ein paar mehr Minzi-Linies. Also ein Dreier. Ah, fick dich. Moment, was mache ich hier? Da war ich gedanklich woanders. Ja, nee. Gib mir den Dreier. Gib mir. So. Ich komm. Krieg trotzdem da Schaden. Das
Viele, viele tolle Münzen, aber das werde ich nicht... Alter. Ja, dann mach die... Ganz ehrlich, mach die Scheiße doch wenigstens oben weg. Das ist doch kompletter Müll. Normaler Schwierigkeitsgrad. Normaler Schwierigkeitsgrad. Ja? Wenn du einfach schon von klein auf an von deinen Eltern misshandelt wurdest, ja, würde ich auch sagen, das ist normaler Schwierigkeitsgrad. Ne? Solange die Peitsche nicht wieder geschwungen wird, ist für ihn alles normal. Solange ihm... Solange er nicht seine Gedärme rausgerissen kriegt. Junge, Alter. Und wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist ja auch ein Grund, wieso man sich die Sachen runterlädt. Ich habe das gesehen. Oh, okay, guck mal nochmal. Schwierigkeitsgrad sieht interessant. Ach, habe ich da schon wieder Schaden genommen? Nee. Sieht interessant aus, ja. Moment, was ist das für ein Safe State hier? Aber so. Ja, ja, es war klar. Aber ich meine, 3 Münzen kommen schon, das wird vielleicht... Ja, ach so, Moment, jetzt habe ich ja keine... Naja, sollte aber trotzdem gehen, oder? Das ist genau das, was ich natürlich befürchtet habe. So, können wir jetzt die unteren, oder? Yoshi-Coin... Hier, das kann ich mir natürlich gönnen. Die respawnen ja glücklicherweise. Ja, und da muss ich ja hier nur noch... 1, 2... Ja, genau, 2 kriegen. Leute, ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich da jetzt hier viel Safe-States verwendet habe. Ich habe ein leichtes, schlechtes Gewissen. Aber nur ein leichtes. Denn... Ja, das Ding... Das Ding ist ja... Du... gibst dir natürlich immer mehr Versuche, aber du musst es ja trotzdem irgendwie selber schaffen, nur, ja, es, ja, lass uns da nicht weiter diskutieren, ich hätte es, denke ich mal, nicht anders hingekriegt, ne, ja. Na gut, timed. Was sagt die Uhr? Ne. Ja doch, klar, ich habe hier immer auf 8 Minuten gestellt. Ja, lass mal reingehen in timed. Mal schauen, was jetzt abgeht. Ah, okay, also quasi... Da unten läuft die Zeit ab und in der Zeit müssen wir... Oh. Das... Warte. So. Okay, die Frage ist... Ja, das schafft man nicht alles mit Mal. Das wird dann wahrscheinlich wieder rotieren, nehme ich an. Ja, das ist auch wieder pfiffig, ne? Nur... Wir werden sehen müssen, wie hart die Räume werden, weil es kann natürlich sein, dass... Ja, die Räume immer härter werden und dann wünscht man sich natürlich, man hätte die ersten perfektioniert, aber ja, guck, ne, das schaffst du nicht an einem Stück. Okay, ja. Ist klar, dass man nicht auf die andere Seite... Das war holocaustrianisch, muss ich sagen. Wie soll man denn darauf kommen? Ja, das ist... Ich hab's befürchtet. Wobei, das waren Selbstläufer. Das waren Selbstläufer. Ich wollte mich schockieren, okay. Warte. Hab ich. Gut, ich hab gesagt, Safe-State gemacht. Nur ein Notfall-Safe-State. Warte mal, ich verstehe das Level nicht. Ach so. Ah, aber die Münze, die zählt trotzdem noch. Ja, ne, also. Das ist schon sehr, sehr süß, muss ich sagen. So, ja, ne, denkt ihr auch erstmal so viele Räume aus. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass wir es bald hart durch haben. Die brauchen aber auch ewig zum Werfen, Mann. Kann man das irgendwie triggern? Sorry, aber den Schaden, da habe ich gerade 0 eingesehen, muss ich sagen. So, hier war das, oder? Hier kommt erstmal Yoshi. Ich krieg den letzten nicht. Der letzte ist verflucht, glaube ich. So, ja gut. Hab den Schaden trotzdem gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich wüsste nicht mehr hundertprozentig, wie ich da gestartet, wie man da starten tut. So, ah ja. Schade.
Und hier machen wir dann das so. Zack, zack, zack. Ja, auch nicht schlecht. Vielleicht schaffen wir das sogar noch in der Folge. Immerhin zwei. Gut, ich hätte dich scheiße. Ich habe die Kisten erst jetzt bemerkt. Oh. Ja, ja, ja. Ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, hier. Boah. 73. Da. Ja, gut, das dauert länger, aber dafür kriegen wir auch zwei Münzen. Jetzt habe ich keine Moment, was? Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ging ja gar nicht. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Ah ja, 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 klar, logisch. Ja, das habe ich natürlich weniger Zeit gehabt. Ja, aber... Ah, doch, das zählt als Münzen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Man ist ja immer darauf fixiert, Yoshi zu füttern. Ach, jetzt geht er sogar andersrum. Ich habe hier glücklicherweise ein Selfie gemacht. Habt ihr das gerade gesehen? Guck mal. Ja, weil er zurückläuft. Alter! Dein Ernst! Du dummer kleiner Wichser, ey. Aber ich verstehe das hier nicht. Das ist halt ein Troll. Ich habe halt keine Feuerblume. Läuft er wieder zurück? Er ist schon pfiffig. Er lässt sich immer was einfallen. So. Ja. Lustig, tatsächlich, lustig. Ich denke, die Saves jetzt wären nicht nötig gewesen, aber man hat natürlich Schiss. Das ist, weil es ist wieder so lang. Es ist so, es ist gut, aber ich will es auch nicht nochmal spielen müssen. Die Frage ist, kommt jetzt hier was oder ist das quasi Previous? Ante? Elevator. Einfach die spezielle Star Road. Naja, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, was das für mit Let's Play? Ist es Wicca Chaos? War ganz nett. Mal gucken, was er sich als nächstes einfallen lässt. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.